eben auf YouTube. Der ganz große Aufmacher. Man wurde zu, was weiß ich, 2,5 Jahren, glaube ich, verurteilt, weil er sich an einem 4-jährigen Kind vergangen hat. Justizsprecherin erklärt, mildernde Umstände, A, war alkoholisiert und B, verträgt die Haft nicht so besonders. Ich will mich jetzt gar nicht über die eigentliche Dimension dieser Geschichte auslassen, sondern ich will zunächst einmal die Frage stellen, reicht mir so ein Artikel, um mir eine Meinung zu bilden? Ja, natürlich reicht mir dieser Artikel, wenn ich meine Meinung schon vorher habe. Dann benutze ich nämlich diesen Artikel, um mich dran aufzugeilen, um mir zu sagen, ich hab's ja schon immer gewusst. Dieses Land, diese Welt, das geht alles den Bach runter. Ich informiere mich nicht, sondern ich rede mir ein, da hat jemand bestätigt, was ich schon immer weiß. Obwohl in dem Artikel keinerlei Information ist. Nur bla bla. Ja? Da haben wir einen Richter, der Stunden, vielleicht sogar tagelang sich mit einem Fall beschäftigt, der sich Informationen einholt, Gutachten, der Zeugen und Gutachter zu einem Prozess holt, der sich möglicherweise über Tage oder vielleicht sogar Wochen hinwegzieht. Ein unglaublicher Aufwand, der nicht nur endlos viel Geld kostet, sondern eben geballtes Fachwissen in den Gerichtssaal zitiert. Aber Lieschen Müller und Hugo Schneckenschiss aus Pasing genügen 10 großgedruckte, bunt daherkommende Aufreißer Sätze, um sich eine Meinung zu bilden. Und das Ganze funktioniert, solange es die Bild-Zeitung gibt und solange manch andere Zeitung das längst nachmacht. Teilweise Zeitungen, denen man vor Jahren sogar noch vertrauen konnte. Das Gesetz des Marktes. Und ich wiederhole noch einmal. Die eigentlichen Themen, die hier diskutiert werden müssten, nämlich gibt es so etwas wie eine halbe Schuldfähigkeit. Also jemanden, der so besoffen ist, dass er noch halb schuldfähig ist, gibt es das? Gibt es überhaupt einen gesunden und nicht unter Alkoholeinfluss stehenden Menschen, also das muss man natürlich trennen, ja, gibt es einen Menschen, der nüchtern und gesund auf ein 4-jähriges Mädchen losgeht
Und man sagt, das ist ganz normal, der ist normal, der ist nicht krank. Nein, der ist nicht krank, der braucht auch keine Therapie, der braucht keinen Arzt. Der ist völlig gesund, weil das ist ein ganz gesunder Vorgang, auf ein vierjähriges Mädchen loszugehen. Vielleicht ein bisschen böse, jawohl. Bosheit äußert sich beim Menschen in der Regel immer darin, dass er auf vierjährige Mädchen losgeht und die vergewaltigt. Ist das so? Ja, oder der zweite Punkt, Alkohol. Gibt es einen Menschen, der so alkoholisiert ist, dass er nur eine halbe Straftat begeht? Das heißt, er vergreift sich an einem Mädchen, aber es ist nur halbe Schuld, weil er ja halb besoffen war. Entweder ist man noch so nüchtern, dass man es als Ekel empfindet, ein vierjähriges Mädchen anzugreifen, oder man ist so krank, dass man dabei Lust verspürt, dann ist man krank. Oder man ist vielleicht beides ein bisschen durch den Alkohol gehemmt, krankhafte Lüste an den Tag rauszulassen. Wie auch immer. Normal ist das jedenfalls nicht. Aber dazu gibt dieser Zeitungsartikel keine Auskunft. Trotzdem wird er ruckzuck genau von denen gepostet, die es gar nicht interessiert, sich zu informieren. Die mit großer Wahrscheinlichkeit gar nicht in der Lage sind, A, sich Informationen zu holen und B, diese Informationen richtig geistig zu verarbeiten. Und nein, damit will ich nicht schon wieder alle niedermachen, die durch die Natur benachteiligt oder durch unser Bildungssystem benachteiligt oder durch unser Gesellschaftssystem benachteiligt, irgendwo keinen Zugang haben zu dem, was man eben braucht, um auch so einen Zeitungsartikel richtig einschätzen zu können und dann zu sagen, entweder weg damit, ganz weit weg, oder aber ich suche mir die entsprechenden Informationen dazu, damit ich überhaupt eine klitzekleine Chance habe, mitreden zu können. Aber da spielen ja so viele Dinge eine Rolle. Will da jemand wirklich mitreden? Will da jemand wirklich ein Urteil abgeben? Oder ist das so ein kleiner, armseliger Wicht, der einfach mal auf Facebook posten möchte, aber halt absolut nichts zu posten hat? Das sind ja die, die nicht einmal in der Lage sind, ein Essen zu kochen, bei dem es sich lohnt, es zu posten. Und das ist schon pervers und absurd. Wenn jemand die Tatsache, dass er lebt und zur Kenntnis genommen werden möchte, damit unterstreicht, dass er sein Mittagessen postet. Bevor man mir da an den Hals geht. Ich sage nichts Grundsätzliches dagegen, so ein Essen zu posten. Macht doch, was ihr wollt. Nur wenn der ganze Inhalt einer Facebook-Seite darin besteht, hier und da ein Mittagessen zu posten. Und wenn dann so etwas dazukommt, dass man schnell mal so eine Hetzzeitung, so ein Hetzartikel, so eine ganz bösartige Geschichte teilt. Boah,
schüttel, 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 schüttel. Tja, dummerweise gehöre ich zu denjenigen, die nicht so schnell verurteilen können, weil sie sich nämlich berufsmäßig ein bisschen mit dem Thema auseinandersetzen mussten. Habe ich aber gerne gemacht. Das heißt, ich kann weder so ruckzuck diesen Sexualstraftäter verdammen, noch Lieschen Müller und Hugo Schneckenschiss aus Pasing, aus dem Reich der Gartenzwerge und sonstiger Vollpfosten, weil ich ja weiß, die können ja auch nichts dafür. Genauso wenig wie dieser Triebtäter. Obwohl ich manchmal dazu neige zu sagen, doch, die schon. So krank wie dieser Triebtäter sind die nicht. Die haben schon die Möglichkeit, mal ganz kurz zu sagen, warum verarscht mich eine Zeitung wie die Bild-Zeitung seit 50 Jahren so und jeder weiß es. Und ich mach trotzdem mit. By the way, dieser Richter oder Richterin, wer immer das Urteil gesprochen hat, großes Lob von mir. Falls sie, wie gesagt, ich kann das ja aufgrund dieses Zeitungsartikels gar nicht beurteilen, aber falls sie alle Möglichkeiten, die sie haben, im Rahmen des Gesetzes, das ja auch ihnen Grenzen setzt, falls sie da alle Möglichkeiten ausgeschöpft haben, um ein, wie es manche glauben, mildes Urteil, möglicherweise aber immer noch ein viel zu hartes Urteil zu sprechen, dann Dankeschön. Danke, danke, danke schön. Ich kann mir sehr gut vorstellen, im momentanen Klima, das bei uns herrscht, dass sie damit Schwierigkeiten bekommen. Dass das ihrer Karriere schadet. Dass man sie vielleicht demnächst irgendwo hinversetzt, wo sie einen solchen Schaden mehr für das deutsche Volk anrichten können, wo sie nicht mehr verhindern, dass jemand, der eigentlich sein Leben lang weggesperrt gehört, dem der Zipfel abgeschnitten gehört und, dass sie dahin versetzt werden. Ich wäre sehr traurig darüber, aber ich fürchte, es wird so laufen. Ein abschließendes Wort zu den Opfern. Also A, zu diesem Mädchen, das da missbraucht wurde, und zu allen Freunden, Verwandten, Angehörigen, Eltern, die darunter leiden, mitleiden, Schmerzen empfinden, traurig sind. Ich leide auch mit. Da könnt ihr sicher sein. Ich leide ohne Ende mit. Nicht nur mit diesem Mädchen, sondern ich leide mit jedem Menschen, dem etwas angetan wird. Und genau deswegen, weil ich leide, müssen wir neue Wege gehen. Die Art, Menschen für Übeltaten zu bestrafen, ist so ziemlich das Einzige, was sich in den letzten 1000 Jahren so gut wie überhaupt nicht geändert hat. Ja, jetzt wird er aufschreien, doch, doch, humaner Vollzug und bla bla bla. Alles Peanuts, sorry. Nein, das ist alles nur Show, das ist alles nur Etikettenschwindel. Das Thema Verfolgung, Bestrafung, Gefängnis etc. pp. Das muss komplett neu angegangen werden und zwar unter Berücksichtigung aktueller Forschungsergebnisse.
darf man nicht mehr davon abhängig sein, dass man einmal einen guten Gutachter erwischt und einmal einen bösen Gutachter und einmal einen geschmierten Gutachter und einmal einen guten Richter und einmal einen bösen Richter und einmal einen schlecht gelaunten Richter und was weiß ich, sondern das Thema muss neu angegangen werden. Da müssen ganz neue Ideen her. Und zwar nicht einmal, natürlich auch, aber nicht einmal im Interesse der Täter, sondern hauptsächlich im Interesse der Gesellschaft. Denn die zahlt ohne Ende Steuergelder für ein Gefängnissystem, das nicht funktioniert, wo die Leute hinterher kaputter rauskommen als vorher. Möglicherweise unsinnig lang drin sind, sodass der Moment, wo sie vielleicht geläutert herauskommen, zeitlich so überschritten wird, dass sie dann nur noch verbittert herauskommen. Und die Zeit nutzen für neue Pläne und Rachegedanken und komplett kaputt sind. Im Interesse von dir und mir müssen wir, und im Interesse dieses Mädchens, das da Opfer war, müssen wir da endlich die Sache anpacken. Wir packen doch sonst alles an. Wir haben doch jede Woche ein neues Handy und was weiß ich. Und wie lange gibt es unsere Gefängnisse schon? Ich habe schon wieder viel zu viel gelabert. Aber das ist schon etwas, was mich aufbringt. Lieber Thomas und Lieschen und Hugo Schneckenschiss. Da müsste schon mal in die Puschen kommen. Und nicht bloß mal schnell auf die Bildzeitung gucken und sagen, hurra, die. Sagen genau das, schreiben genau das, was ich schon immer gedacht habe. Ich, der große Denker, der gebildete Mensch, der Hintersinnige. Ja, ich kann nicht anders. Nichts für ungut. Es ist ja nur, dass ich red und laber. Man sagt's halt bloß. Und da steine ich halt immer an Hauch. Länger, ausgiebiger und nerviger. Schöne Zeit. Alles Gute.